Schön. Super. Muss ich mal gucken, welche Quests ich jetzt mache. Das sind alle relativ. Ja, machen wir mal das. Ist widerstandsfähig gegen Feuer. So, dann treffe ich das Vieh nicht. Soll ich da kein Damage machen oder was? Yo. Oh, Tarnschaden ist einfach der Hammer. Eine Rebellenaußenposten. Es hieß, hier gäbe es einen. Ich sollte den Anführer finden und die Sache beenden. Vorsicht, hier ist eine Leiche. Starten wir eine Suche. Also, das ist gerade ein bisschen asynchrones PlayStation Spiel Horizon. Was ist da los? Kannst aber auch ganz normales Rebellenlager platt machen. Ohne viel Trara. Gut, ich muss nicht theoretisch im Busch sein, um diesen Tarnbonus zu bekommen. Theoretisch nur. Aua. Ja komm, wo bist denn? Uble, hm? Komm zur Mutti. Ich hab keine Ahnung, warum mein Pfeil blinkt.
zu suchen. Gib her. Super. Ich behalte sie erstmal, bis ich weiß, was ich damit mache. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ja, ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Ist hier jetzt kein mehr, der hier noch rumeiert? Das ist ein bisschen komisch. Also die Lichteffekte machen es, sehen halt wirklich komisch aus. Ich sehe dich. Ich wusste es. Diese Rebellen belästigen niemanden mehr. So. War zwar vielleicht ein bisschen Overkill, aber... Ja, irgendwie dieses ganze Leuchten, alles ist... Naja. Eine Art Ausgrabungsstätte. Mit Todbringern. Das müsstest du doch langsam wissen, dass die so drauf sind, Aloy. Das ist ja nicht das erste Mal so. So, das haben wir gemacht. Wunderbar. So, next quest. Ich werde natürlich gucken, dass ich einfach hier so Stück für Stück... Die Karte entlanghangeln würde vielleicht auch sogar Sinn machen. Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hin? Aber ich glaube, ich habe schon einen Weg gefunden. Unkonventionell, aber funktional.
Arma. Wo bin ich denn hier überhaupt? Viel zu dunkel. What the fuck? Für solche dunklen Erkundungen braucht man eine Taschenlampe. Ich komme halt echt nicht in dieses Kackzeug rein. Punkt. Wo ist hier ein Greifpunkt? Ich könnte an den Flügel kommen. Vielleicht komme ich damit rein. Bringt nix. Aber viel zu dunkel. Mal. Ich weiß nicht, ob das die Methode ist, mit der man da rankommen soll, aber wir haben es geschafft. Punkt aus. Alles andere ist mir relativ wumpe. Von daher, ja. Hey, wir haben 2 Fähigkeitspunkte, woher auch immer. Einen hatte ich noch im Kopf, der andere war mir fremd. Ich würde sagen, wir sind schon im Arsch. Meine Sensoren melden, dass der Kabinendruck weg ist. Ich schätze, die Crew ist tot und der Autopilot an. Flug 41 ist ein Geisterflug. Was immer mit den Personen im Flugzeug passiert ist, sie konnten nicht antworten. Ja, schade. Einen Hubschreiber geben, der ein Signal sendet. Vielleicht finde ich ihn. Na gut. Schlund der Arena? Nee, brauch ich nicht. Sei mit dir. Hey Boys. Wird Zeit, dass wir auf die Maschinen abgehen. Dieser Speer ist eine wahrhaft starke Waffe.
Ich könnte Schockmunition benutzen. Wir müssen einfach auf die Schnauze hauen. Au! Du Lappen, lass mich in Ruhe! Super! War zwar jetzt nicht... War zwar jetzt nicht optimal, aber immerhin. Durch den Baum geschossen. Kann man mal machen. Ich muss echt mal gucken, was ich so brauche, ne? Wenn ich nämlich von den Wildschweinen aktuell nichts brauche, dann können die mir nämlich theoretisch auch gestohlen bleiben. Ich kann auf jeden Fall jetzt tauchen. Was nicht schlecht ist. Nur gucken, dass ich die. Das war's gleich mit dem Feuerglimmer. Nicht schlecht. Daran muss ich jetzt, mich jetzt echt noch gewöhnen. Dass ich jetzt halt auch tauchen kann. Oh, wo haben wir denn nächstes? Ich könnte natürlich hier lang gehen. Was mache ich? Machen wir es doch einfach hier mal. Ich meine, komm schon. Why not? Warum nicht? Ob das was bringt. Möglich. Ich hab neues Lagerfeuer entdeckt. Super. So. Ich könnte eigentlich direkt weiter. Ist ja nicht lang. 400 Schrittchen. Auf, Schweinchen! Bringt eh nichts, ich treffe dich doch eh.
So, Rebellenlage. Ist ja doch bestimmt hinter diesen Ruinen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das jetzt noch machen will. Oder im nächsten Part. Dadurch, dass ich die Aufnahmen verlustfrei nehme, will ich die auch nicht ganz so voll machen, weil die dementsprechend ordentlich... Alter, was eine riesige Maschine. Ein Rebellenlager. Wie der Osseram-Stöberer sagte. Er hat aber nicht erwähnt, dass er unter einem Horus liegt. Was machen die hier? Ich glaube, das wird doch ein bisschen größer. Ich mich erstmal so ein bisschen gechillt an. Reiter, ich muss aufpassen. Brutstätten erkunden und lernen, wie man sie überbrückt. Ich wurde entdeckt. Was zum Geier? Bogenschütze, ne? Ich würde sagen, ich warte, bis die durch sind. Und dann beende ich den Part und im nächsten Part mache ich die am Platt. Super. So Leute, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.